Ja, das sieht jetzt hier nicht so doll aus. So. Dann spawnt hierauf zumindest schon mal nichts. Ja, dass jetzt hier so eine Stufe ist. Nicht schön, aber auch nicht unbedingt schlimm. Wie das dann hier wird, keine Ahnung. Was ich ganz gerne hätte, nee, wir haben hier keinen Nether Pups. Moment. Man könnte das so machen. Falsch. Sollte ich mir Gedanken machen, dass hier ein Block drunter frei ist. Aber ich kann es auch erstmal hier so machen. Ich probiere erstmal aus. Haben wir denn irgendwo hier drin? Ja, haben wir. Crimson Wood. Wie war das noch? Ja, das waren die Zäune, das andere war das Tor. Ja. Es gibt Leute, die brauchen ein ganzes Leben lang, um das zu verinnerlichen. Ich gehöre dazu. So, nicht wirklich. So, dann. Schau dir das an, mein Freund. Ja, eine Tür brauchen wir auch. Eine Crimson Door. Wobei, doch brauchen wir. Und zwar da an der Stelle. Damit das natürlich schön wird, und das soll es, müssen wir dann noch ganz andere Dinge tun. Ah ja, den Baum hier unten, den müssen wir, also den Pilz, den müssen wir auch noch abholzen. Ja, der ist einigermaßen groß. That's what she said. Das muss ich immer mal wieder bringen, weil ansonsten der eine oder andere vielleicht annimmt, ich hätte meinen Biss verloren. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht rede ich auch hier einfach nur Quatsch, weil ach so, ich habe meine ganzen Stöcke vertan. Moment. Dann mache ich mal noch mal ein paar neue. Nimmt denn auch alles auf? Oh, wir sind schon über 2 Stunden dabei. Digga. Also heute kann ich mir vorstellen, dass es wieder eine 5-, 6-, 7 Stunden Sitzung wird. Und ich dann hinterher vollkommen im Arsch bin. Das kennen wir ja inzwischen auswendig. Da ist auch nichts Besonderes mehr dran. So. Ja, warum habe ich den Netherrack mitgenommen? Ja, weil ich möchte das doch hier auffüllen. Hört auch rum zu grunzen. Ich komme gleich raus und erschieße euch. Ja, wirklich. Dann kriegen wir noch neues Schweinefleisch. Wir sind ja heute sowieso Harambe. Wir sind heute komplett... Ja... nicht halal. Entschuldigung, wenn ich jetzt nur noch Blödsinn rede, aber ich will das hier möglichst sauber hinbekommen. Schau mal, da kommt dann nämlich ein... ist das jetzt... Nö, das ist kein Tor, das hier ist das Tor. So, und dann kommt da noch ein Zaun rein. Mach mal Zäune bis hier vorne. Dann kriegt man schon recht guten Eindruck, wie das hier einst mal werden soll. Uah! Ich hab's gewusst. Kaum komme ich an die
Sache auch nur ein wenig ran. Hui! Ihr habt so gewollt. Wenn ihr mich angreift, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr sterbt. Hinters viele. Digital. Hallo, lieber Kevin. Ja, treffe ich vielleicht auch noch mal diesen verkackten Schweinekühebullen? Zum Glück habe ich ja unendlich Munition. Ja, ich könnte natürlich hier draußen auch Warped Fungi hinpflanzen, damit die Viecher nicht ganz so nahe kommen. Vielleicht mache ich das ja auch noch. Babyschwein. 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 Ja, woher kenne ich sowas? Ja. Ihr glaubt gar nicht, mit was für schrecklichen Menschen ich zu tun habe. Die mir solche Dinge nahe bringen. Babyschwein. Könnte das Babyschwein mal umfallen? Ja, ich renne jetzt hier mitten in die Schwein. Aua! Halt! Weg, 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 weg. Du kannst mir gar nichts. Schweinekühebulle. Herr Horsti, die Schweinekühebullen sind wieder am Start. Ja, und wer sich schon immer gefragt hat, woher kommt der Begriff Schweinekühebulle? Ja, den hat der Horsti erfunden. Ja. Manchmal hat man halt kein anderes Wort für bestimmte Dinge und dann denkt man sich eins aus. Sehr schlau, Horsti. So macht man das. Also, ich hau hier erstmal Fackeln hin. Dann kann man nämlich auch sehen, wo der Eingang ist. Ach. Wie Schwein. Ich glaube, ich muss da irgendwann mal eine Version machen. Eine Version. Version. So. Ich habe keine Platten mehr. Ja. Auch keine goldenen. Was? Ja. Der Typ redet scheiße. Und das ist ja nichts Neues, ne? Guti. Dann hauen wir mal hier diese Bäume weg, soweit das irgendwie geht. Das Erdbeerquatschimatschi, wie ich es nenne, lasse ich erstmal Erdbeerquatschimatschi sein. Warum habe ich noch immer das Feuerzeug in der Tasche? Das fragst du dich wahrscheinlich auch. Nö, wahrscheinlich nicht, weil du weißt ja, der Honk hat das vergessen, aus dem Inventar zu nehmen. Ich schneide die Zunge wieder raus, ja. Ist klar. Ich habe mir schon so oft die Zunge rausgeschnitten wegen euch. Aber die wächst immer wieder nach. Leider nicht meine Zähne. Ach ja, meine Zahnbehandlung muss ich fortsetzen. Ja, das sind solche Dinge, die jetzt in der letzten Zeit reichlich zu kurz gekommen sind. Was nicht zu kurz gekommen ist, dann muss ich auch noch mal erwähnen, der eine oder andere wartet ja schon seit Ewigkeiten auf die Fertigstellung des neuen Wilma Poppen-Albums, das ja bereits 2018, also als dieser Kanal hier richtig losgelegt hat, also als ich mit diesem Kanal hier richtig losgelegt habe, wurde dieses Album bereits angekündigt. Ja. Und warum ist es noch nicht fertig? Ja, weil zwischendurch wurde, man höre und staune, ja das Tumwurst-Album veröffentlicht. Und ich glaube sogar ein Alien Sony-Album. Ich komme teilweise ein bisschen durcheinander mit meinen Veröffentlichungen, habe ich das schon mal gesagt? So, solche Dinge hier braucht kein Mensch und auch kein Schwein, deswegen kommt das weg. So muss das sein. Ich hau hier mal rundherum den überflüssigen Schmonsens weg. Ja. Hier kann aufgefüllt werden. Und so kommt eines langsam zum anderen. Wollen wir mal schlafen?
Ihr werdet es nicht glauben, ich habe es noch nie geschafft, irrtümlich ein Bett im Nether zu setzen und zu schlafen. Ich halte das auch für ein gewisses Zeichen von unendlicher Blödheit, wenn einem sowas passiert. Also wenn dir sowas passiert, ist schon mal, Entschuldigung, ja. Man muss mit der Wahrheit manchmal umgehen können. Jo, mit der Wahrheit, da kann ich jeder üben. Babyschwein. War hier gar kein Fenster? Ach nee, weil ich hier irgendwie... Ja, ich weiß noch nicht, ob das hier mit der Treppe so bleibt. Das werden wir sehen. Was ich für heute erstmal gerne hätte, das wäre wirklich, dass wir das Ganze hier eingehegt kriegen mit Zäunen. Wer hat denn da eben geschossen? Das war hoffentlich nicht, hat hoffentlich nicht mir gegolten. So. Ach, schau mal. Das habe ich jedes Mal gedacht, wenn ich, also jedes Mal, wenn ich hier an diesem Orte war, dachte ich jedes Mal, wann werde ich das wohl mal machen, dass ich hier diese hässliche Dreckmauer wegballere. Ja, und es heißt ballern. Genau wie diesen Schweinekühebullen. Den baller ich jetzt auch weg. Babyschwein. Das war jetzt kein Babyschwein, sondern das war ein ausgewachsener Schweinomat. Schweinotator? Nein, das ist falsch. Okay. Ach, guck mal, noch mehr Schweine da hinten. Krieg ich den? Das kann doch nicht sein, dass ich über den Lüder... Ja, es ist schon kein Wunder, wenn sogar der Kittenkurbler mich erschießen kann. Baby Schwein brennt. Oinki? Es ist deine eigene Schuld. Hui. Ja. Kindermörder Honk am Start. Aha. Gut, also, wie ihr seht, hier wird so langsam, aber sicher... Alles sicher, kein Gekicher, es wird sicher. Wie hast du, Vogel, es geschafft, darüber zu kommen? I don't understand this. Ach so, weil ich die Tür offen gelassen habe. Ja, super. Ach, guck mal. Wer da sterben will, na du? Hui! Da rennst du weg, ne? Kleines feiges Stück. Babyschwein. Entschuldigung, ich habe für die nichts über. Außer Pfeilen. Hui. Ach ja, der Kittenkurmler hat mir ja erzählt, wie man einen Schuss abbrechen kann. Ja, das musste ich mir erst vom Kittenkurmler erzählen lassen. Ja, in der Always-On-Welt, also in der, wo wir spielen, wenn wir nicht Let's Playen auf dem Server, da haben ja der Kittenkurmler und ich gemeinsam eine Nether-Festung gestürmt und einen Lohnspawner sozusagen erobert. Nicht nur sozusagen, sondern ganz praktisch. Ich würde gerne das hier weghauen, damit er nichts rüberspringen kann. Schaut mal, ist es nicht wunderschön? Ja, und so kommt langsam zusammen, was zusammengehört. Hier drüben weiß ich noch nicht. Aber damit möchte ich mich auch erstmal gar nicht beschäftigen. So. Hui. Das Lustige daran ist, wir können hier auch die anderen Schweinereien dann dementsprechend
ziemlich sicher bekämpfen. Also nicht nur Schweine, Kühe, Bullen, sondern das komplette Programm. Was mir natürlich ein Fest sein wird. Und ich würde sagen, sobald wir das hier eingehegt haben mit Zäunen, machen wir das auch mal. Killen wir einfach mal alles, was hier an Schweinereien rundherum läuft. Und machen damit die Erfahrungspunkte wieder voll. Ja, das könnte funktionieren. Oho. Ja, so langsam werde ich jetzt müde. Ich schlafe in letzter Zeit ein bisschen schlecht. Was? Du hast doch gesagt, du kannst gut schlafen, immer. Ja, das habe ich schon erwähnt, dass in den letzten Tagen es mir einigermaßen nicht so gut ging in jeglicher Hinsicht und dass heute das erste, sozusagen der erste Tag ist, naja, gut, gestern und vorgestern eigentlich auch schon. Und es ist gerade pünktlich gekommen, denn mir geht gerade das Material so ziemlich in allen Serien aus. Ich hatte wirklich keine Lust aufzunehmen irgendwas und wäre dazu auch nicht fähig gewesen in den letzten Tagen und Wochen. Warte mal, hier muss ein Tor rein, ne? Tor! Ja, mit dem Hammer. Schlagen wir das Tor in den Boden. Gut, die. Ja, wahrscheinlich könnten die auch von der Seite so rüberlaufen, ne? So, und das machen wir mal weg, lieber. Guti, nee, ich will mich ja jetzt noch mit gar niemanden anlegen, außer den paar versprengten Schweinekühebullen. Ich hatte noch, das weiß ich. Oh ja, das weiß ich ganz genau. Wie hatte ich das hier gemacht? Hatte ich hier Tat... Ach nee, das brauche ich gar nicht, weil hier kommen ja sowieso Platten rein. Stimmt, ja. Gut. Wir kriegen das. Da ist schon wieder ein Schweinekühebulle. Ich muss vorsichtig sein, weil der würde sich freuen, wenn ich nicht aufmerksam bin. Und er daraus, der Schweinekühebulle, Profit schlagen kann. In Bezug darauf, auf mich töten und so. Hat mich eigentlich schon mal ein Schweinekühebulle gekillt? War da mal was? Warum ist denn da Erdbeerquatschimatschi im Boden? Was soll das denn werden? Hui. Ja, ganz schöne Menge Schweinekühebullen da drüben. Und ich glaube, die fetzen sich gerade mit unseren Freunden, den Piglins. Ach ja, Piglins. Traden, Digga. Können wir auch machen. Ja, und ich bräuchte eigentlich auch dann mal bald einen Respawn-Anchor. Wozu? Kann ich dir sagen gleich, wenn ich hier das aufgefüllt habe, da. Ui! Wow, richtiger Massenüberfall hier von Schweinekühebullen. Ich hab wohl gedacht, ihr könnt mich überraschen, ne? Den ollen Honk. Wolltest du mir gerade meine Schweinekühebullen klauen? Ich brauche das Schweinefleisch. Heute ist Harambe-Tag. So. Weißt du, da habe ich einmal keinen Zaun am Start und schon geht hier die Hölle ab. Um die Piglins zu killen, werden wir uns allerdings aufs Dach begeben und alle Türen schließen erstmal. Weil ich sonst eine gewisse Befürchtung habe. Moin! Alter! Das ist lustig hier. Also ich finde das. Ja,
ich habe eine Panikfresse gemacht wahrscheinlich. Ja, den Scheiß vergebe ich nie. So, eigentlich denke ich und weiß ich, dass wir das hier auffüllen müssen.